Fragen. Und dann müssen wir fähig sein, die auch irgendwo auszusprechen. Stellen Sie sich mal vor, wir würden in einer Gemeinschaft der Gläubigen leben, in einer Kirchgemeinde, wo man nicht mal einen Zweifel äußern darf. Wie soll ich den denn überkommen, wenn ich nicht mal mit meinem Nächsten darüber reden kann, was mich im Innersten bewegt? Reich Gottes entsteht, wo ich aus der Gewissheit des Glaubens als ein gläubiger Mensch handle und lebe. Die reine Vernunft, wir haben es gehört, berechnet zu viel. Die Meditation, wenn sie sich total zurückzieht von der Welt, ist auch nicht so hilfreich. Gelebter Glaube passiert jedoch mitten im Leben. Und auch die Kicks, ich will das nicht wiederholen, haben ihre Schattenseite und bringen uns nicht viel weiter. Und so kommt zum Schluss, wie angekündigt, die Weisheit zur Sprache. Der Predigtext stellt die Weisheit als eine Tänzerin vor. Ist ja ein bisschen seltsam, dieser Predigtext, und der ist neu. Den haben Sie wahrscheinlich als Predigtext noch nie gehört. Wir haben eine neue Perikopenordnung und da ist der Text ganz neu aufgenommen worden. Weisheit wird als Tänzerin vorgestellt, etwas, das in Bewegung ist, etwas, das von Glauben und Vernunft bestimmt ist. Glaubende Weisheit als Lebenshaltung, liebe Gemeinde, und da kommen wir zum Anfang der Predigt zurück, beginnt mit dem Aufwachen. Damit, dass wir im Bilde gesprochen wachen Auges unser Leben und unsere Welt betrachten. Wer wachen Auges diese Welt betrachtet, der merkt, dass er nicht allein materialistischen Welten unterlegen ist. Wer wachen Auges diese Welt betrachtet, der sucht nach den Spuren Gottes, um darüber zu staunen und sich zu freuen. Sie erinnern sich eventuell, in der letzten Woche war der Wochenspruch, die Erde ist voll der Güte des Herrn. Und dieser schöne Satz hat uns in der letzten Woche begleitet als Wochenspruch. Und ich muss Ihnen sagen, mein eigenes Erlebnis mit diesem schönen Satz letzte Woche, die Erde ist voll der Güte des Herrn, dieser schöne Satz, hat mir gut getan. Der hat mir geholfen, das Schöne in der letzten Woche, in der vergangenen Woche, zu sehen. Er hat mir geholfen, dieser Satz, das Schöne in der Welt wahrzunehmen. Und ich habe gespürt und ich habe begriffen, wieder einmal, warum wir auf das Schöne hingewiesen werden. Warum Gott die Welt so schön geschaffen hat. Weil von der Betrachtung des Schönen, der Schöpfung Gottes, geht Kraft aus und Stärkung für meinen Alltag, der manchmal auch nicht leicht ist. Die Seele wird gestärkt von dem Schönen, auf das ich schaue, das mir Gott vor Augen stellt. Ein weiser Mensch sieht das Schöne. Weisheit, liebe Gemeinde, ist eine gute Gabe Gottes, die in jedem von uns wachsen kann. Im Gespräch mit Gott, im achtsamen Umgang mit den Mitmenschen und in aufmerksamer Begegnung mit Gottes Schöpfung. Am Ende unseres Predigttextes heißt es, wer die Weisheit findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Ich denke, besser kann man es nicht zusammenfassen. Wer die Weisheit findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, welcher hörst, denn alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.